Spiel Wuppertaler SV gegen den Bonner SC Endstand 0:3. Zu meiner Linken begrüße ich Markus von Ahlen, Trainer von Bonner SC, und zu meiner Rechten unser Cheftrainer Jörn Hinner. Markus, Statement von dir zum Spiel und Glückwunsch zum 13:0-Sieg. Dankeschön. Ja. Also man hat von Anfang an das Gefühl, dass wir richtig gut im Spiel waren. Und schon in der frühen Phase des Spiels Szenen nach vorne sind in gefährliche Räume gekommen. Trotzdem haben wir auch die ein oder andere Situation zugelassen, eine enge Abseitssituation, wo du dann nie weißt, winkt der Schiedsrichter, winkt er nicht. Aus unserer Perspektive kann man das am Ende des Tages nicht sehen. Und ich glaube einfach, dann über 90 Minuten war es am Ende für uns ein verdienter Sieg. Ich glaube, dass wir es dann auch in Überzahl gut gemacht haben, haben Ball und Gegner phasenweise wirklich gut laufen lassen. Und es ist einfach so, dass unsere Jungs heute einfach ein wirklich richtig gutes Spiel gemacht haben. In allen Belangen gegen eine Wuppertaler Mannschaft eine herausragende Saison spielt. Wir können das eben auf dem Platz nicht hören. Ich glaube, aus der Emotion ist das in Ordnung. Aber ich glaube, dass in diesem Moment, wenn wir spielen, vielleicht mit anderen Zielen, natürlich aufzusteigen. Das ist nicht mein Thema, meine Baustelle. Aber ich will das einfach sagen, eine Mannschaft, die unfassbar breit aufgestellt ist, die eine Riesenwucht hat, die sehr starke Einzelspieler hat, die viel Erfahrung hat. Und am heutigen Tag bin ich einfach stolz auf meine Mannschaft. Was ich sagen möchte, ist, auch einfach mal betonen will, wir haben über diese 8 Spiele jetzt, wir haben angefangen, wir gucken, dass wir eine gewisse Kontinuität uns erarbeiten in der Formation, in der Art und Weise, wie wir spielen, und haben dann gesagt, von da weg müssen wir die Jungs reinbringen, nach und nach. Es ging dann los mit einem Zuma, der reingekommen ist, natürlich ein alter Bonner mit viel Erfahrung. Aber dann haben wir einen Breitenbaum reingebracht, wir haben einen Samaketa reingebracht, wir haben einen Lars Breitenbaum, habe ich gesagt, einen Lars Holtkamp reingebracht. Wir haben jetzt heute ein bisschen aus der Not, weil wir nichts riskieren wollten, mit Massamaketa einen Jonas Berg reingebracht. Und das ist einfach, was einen dann als Trainer unfassbar freut, wenn ein Junge, der jetzt über diese 10 Wochen, wo ich mit der Mannschaft zusammenarbeite, ganz akribisch trainiert, jeden Tag auf seine Chance wartet und jetzt heute endlich seine Anfangschance kriegt und die so nutzt, wie er das dritte Tor vorbereitet hat, war einfach überragend. Mit dem tiefen Lauf, mit dann der Ruhe in der Box, den Sammy zu finden. Und das möchte ich sagen einfach, was für uns extrem wichtig ist, dass wir vom Zeugwart bis hin zum Torjäger alle unfassbar für unser erklärtes Ziel arbeiten. Und obwohl das heute ein sehr, sehr gutes Spiel von uns war, gibt es aber auch hier nur 3 Punkte. Und wir sind am Wochenende schon wieder in Homberg gefragt und ab morgen gilt unser Fokus 100% im Spiel. Für Wuppertal SV wünsche ich alles Gute. Wir haben dir mit deiner Mannschaft viel Erfolg, dass es noch eng macht im Aufstiegskampf. Und darf mich einfach nur bedanken und bin heute Abend restlos zufrieden. Dankeschön. Ein Kommentar zum Spiel. Glückwunsch zum verdienten Sieg. Ich glaube, es gibt keine 2 Meinungen. Auch wenn wir in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon die 2, 3 Möglichkeiten haben, aber es war einfach zu wenig. Es war in der ersten Halbzeit zu wenig an Laufbereitschaft und da war uns Bonn voraus. Sie waren sehr agil oder agiler als wir, waren aggressiver als wir, waren auch cleverer, auch wenn wir immer von außen hören, dass wir eine sehr erfahrene Mannschaft haben. Da hat sich Bonn einfach in der einen oder anderen Situation, unter anderem der roten Karte, einfach cleverer verhalten. Das darf uns dann auch nicht passieren. Und ich glaube, in der ersten Halbzeit, die Abseitssituation können wir gar nicht von außen beurteilen. Dann hatten wir noch die Chance von Roman am zweiten Pfosten. Dann hatten wir den Kopfball aus 4 Metern nach einer Ecke. Dann hatten wir die Chance von Montag. Aber es gibt so Tage, wo die Bälle nicht reingehen. Und Bonn hat sich den Sieg auch verdient, muss man ganz klar sagen. Wir haben mit Leidenschaft hier gekämpft, haben auch gute Passagen gehabt.
Und da kam von unserer Seite einfach zu wenig. Wir waren nicht, wirkten nicht auf der einen oder anderen Position frisch genug, die Laufbereitschaft fehlte. Der Wille letztendlich auch, den kann ich nicht abschreiben in Summe, weil ich glaube auch in der zweiten Halbzeit, als wir dann einmal weniger waren, sind die Jungs trotzdem marschiert. Da hatten wir sogar vielleicht die beste Phase, auch wenn Bonn natürlich den Ball auch phasenweise kontrolliert hat. Trotzdem hatten wir den Lattenschuss, hatten die zwei, drei Abschlüsse in der Box von Marco Königs als Beispiel. Aber am Ende des Tages reicht es da nicht und man muss auch so einen Tag akzeptieren. Ich glaube, dass das mal passieren kann, so ein Spiel. Und da werde ich jetzt auch nicht den Start für die Mannschaft brechen. Hier in Wuppertal hat keiner den Aufstieg als Ziel ausgerufen. Das ist das Einzige, was ich korrigieren will. Weil da muss man schon mal die Kirche im Dorf lassen, wenn man sich anguckt, was Rot-Weiß Essen, Preußen Münster und Fortuna Köln für Möglichkeiten haben. Wir haben eine Top-Mannschaft, das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, wir holen auch das Maximum raus. Die Jungs holen das Maximum raus. Und wir brauchen nicht über Aufstieg oder irgendwas reden. Wir müssen jetzt das Spiel analysieren in Ruhe und die Schlüsse rausziehen. Und ich habe den Jungs auch gerade gesagt, man kann verlieren, man kann hinfallen gegen eine heute gute Bonner Mannschaft. Aber jetzt ist wichtig, auch aufzustehen, eine Reaktion zu zeigen. Und das werden wir am Samstag gegen den SV Lippstadt tun. Und Bonn wünsche ich alles Gute, euch alles Gute. Und dann schauen wir, wo am Ende die Reise hingeht für beide. Und dann denke ich, dass wir uns nächstes Jahr wieder sehen. Alles Gute. Danke. Dankeschön. Gibt es irgendwelche Fragen an den Trainer? Was war mit Wassermann Keita? Was er heute beim Warmmachen leichte Schmerzen in der Leiste gehabt und wir haben halt gesagt, wir vertrauen darauf, dass wir umstellen können und wir wollen zum jetzigen Zeitpunkt da nichts riskieren. Ja, meine Mena, jetzt wo der Aufstieg sozusagen gegessen ist, würde ich sagen, liegt der Fokus jetzt vielleicht auch ein bisschen auf dem Pokalwettbewerb, wird man da in der Liga vielleicht ein bisschen schonen oder ausprobieren? Nein, nochmal, der Aufstieg gegessen, wir haben nie von Aufstieg geredet, nochmal. Wir können mal gucken, wie die Möglichkeiten hier sind aktuell. Wir arbeiten dran und wie die Möglichkeiten bei den anderen Vereinen sind. Und wenn uns jetzt gesagt wird, wir müssen ja enttäuscht sein, Aufstieg nicht, was ist denn dann bei den anderen zwei los? Weil es wird noch einer von den drei Mannschaften nicht schaffen. Wir spielen die Serie weiter, weil wir spielen jedes Spiel am Maximum oder wollen jedes Spiel am Maximum spielen. Das hat uns heute nicht gelungen, den Jungs. Und wir fokussieren uns nicht auf den Pokal, sondern wir fokussieren uns auf das nächste Spiel. Und das wäre jetzt bei Lippstadt. Gibt es noch weitere Fragen? Da wurde gerade von Kevin Hagemann, wir konnten es von oben nicht sehen. Was ist passiert? Was soll passiert sein? Ja, es war vorher ein Foul, wo der Ball schon weg war. Wurde auch geahndet entsprechend des Schiedsrichters. Dann gibt es eine Aktion, da darf sich Kevin Hagemann nicht provozieren lassen. Das gehört sich aber auch nicht von der anderen Seite. Bloß es war, wie ich gerade sagte, clever gemacht. Aber wollte ich nicht mal sagen, der Fehler liegt dann bei Kevin Hagemann, man musste einfach anders reagieren. Und er hat sich dazu hinreißen lassen und dann bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig. Ja, Fernando, mit der auswärtigen Folge, wollt ihr am liebsten nur auswärts spielen oder wächst die Mannschaft mit ihren Aufgaben? Nein. Wir nehmen genauso wie der Wuppertaler SV immer das nächste Spiel mit den Gegebenheiten, mit den Möglichkeiten und es freut uns einfach, dass uns das hier heute gelungen ist. Gibt es weitere Fragen? Heidemann und Aburat Lieb werden heute, was ist mit denen? Haben sich morgen kurzfristig krank gemeldet, aber ist, glaube ich, in der heutigen Zeit mit Ausfällen muss man immer planen oder kalkulieren oder muss man immer sich darauf einstellen. Ich glaube, das trifft den Kollegen, das trifft andere Kollegen. Deswegen ist das mit Sicherheit kein Argument oder kein Grund. Auch wenn Heidemann im Moment in einer sehr guten Form ist oder war. Nichtsdestotrotz haben wir einen sehr guten Kader. Also das ist mit Sicherheit nicht das Argument oder der Grund, warum wir heute die Bullen einfach machen. Gibt es eigentlich Fragen noch? Das ist nicht der Fall. Wir wünschen einen guten Heimweg und wir wollen noch viel Glück. Eine weitere Runde und wir sehen uns am Samstag in Lippstadt um 14 Uhr.